Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Honest Monday. Mein Name ist Cliff Capatais von Pixelkoma und ich war neulich auf der ABC Star Konferenz und habe dort einen Vortrag zum Thema Ego Branding gehalten. Die ABC Star Konferenz ist eine Konferenz, wo Blogger und Marketer und Influencer sich treffen und ich habe da ein paar Kollegen nach Marketing-Tipps gefragt und schaut mal, was dabei rausgekommen ist. Auf der ABC Star Konferenz habe ich Janneke vom Blog Your Thing gefragt, wenn sie nur einen Tipp hätte zum Thema Selbstvermarktung, was würde sie sagen? Hört mal rein. Fang nicht gleichzeitig an, einen Blog zu starten, Instagram aufzubauen, auf Pinterest loszulegen, was weiß ich, sondern kümmere dich wirklich zuerst um das eine und dann um das andere. Weil wenn du alles gleichzeitig machst, dann machst du alles nur so halb und bist immer unzufrieden und musst nacharbeiten und es zieht sich über Jahre vielleicht hinweg. Und wenn du alles gleich richtig machst, dann funktioniert es am besten. Also wichtig, macht euch einen Plan und macht ein Ding nach dem anderen und nicht alles auf einmal. Wir haben ebenfalls Anja Meyer von der MBS Consulting gefragt, die die Konferenz organisiert hat, was sie denn für Marketing-Tipps hätte. Mein Marketing-Tipp wäre auf jeden Fall ein gesunder Marketing-Mix. Ich würde mich nicht nur auf Online- oder Offline-Marketing sozusagen konzentrieren, sondern würde wirklich schauen, dass ich online einen guten Auftritt habe, mich vielleicht auf ein oder zwei Social-Media-Kanäle begrenze und nicht überall dabei bin, sondern nur das mache, was ich wirklich kann und auf jeden Fall analoges Netzwerken. Also, der Takeaway, auch hier wieder das strukturierte Herangehen und ein guter Mix zwischen Offline und Online macht's aus. Zuletzt habe ich Achim Meurer, einen Fotografen, der als digitaler Nomade lebt und um die Welt reist, gefragt, wie kommt er an seine Kunden, was für Marketing-Tipps hat er, und er hat eine klare Message. Netzwerken. Also Netzwerkveranstaltungen sind total wichtig. Wenn du Leute kennst, kriegst du Aufträge. Ohne Leute keine Aufträge. Das heißt, das Wichtigste, was hier rausgekommen ist, und das hat sich auch bestätigt mit vielen anderen Kollegen, mit denen ich geredet habe, ist Networken. Die Frage ist, wie geht das, wie funktioniert das und was ist überhaupt Networken? Networken heißt, dass man Leute persönlich kennenlernt und trifft, um ins Gespräch zu kommen, um dann gemeinsam Projekte umzusetzen bzw. top of mind zu sein, wenn sie dann mal wieder einen Fotografen brauchen zum Beispiel. Wenn man networkt, muss man zur Veranstaltung gehen. Das heißt, man muss abends oder untertags zur Veranstaltung gehen, wo sich unsere Kunden herumtreiben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Viele Kollegen gehen zwar oft auf Networking-Veranstaltungen, gehen aber auf Networking-Veranstaltungen, wo nur andere Fotografen sind. Das heißt Messen oder Ausstellungen oder sonstiges. Das ist zwar super und es ist zwar nett, mit den Kollegen zu networken, aber dort werdet ihr keine Kunden finden. Das heißt, das Wichtigste, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst euch Veranstaltungen suchen, wo sich eure Kunden herumtreiben. Wenn ihr Hochzeitsfotograf seid, dann werden das die einschlägigen Hochzeitsmessen, Produktpräsentationen und Hochzeitsplaner-Meetings sein. Wenn ihr auf Networking-Veranstaltungen geht und die richtige gefunden habt, wo tatsächlich auch eure Kunden sind, dann gibt es noch so ein paar Tipps, die ich euch gerne mitgeben würde, wie das besser funktioniert. Erstens, geht mit einem Plan dorthin. Einfach mal hingehen und sagen, na, ich schau mal, wen ich treffe, bringt relativ wenig. Man kann heute im Internet sehr gut recherchieren, wer dort sein wird, welche Aussteller, welche Firmen, welche Leute. Und dann gehe ich mit einem Plan hin. Ich würde gerne mit dem Magazin reden, ich würde gerne mit der Firma reden und ich würde gerne schauen, ob ich mit dem Kunden vielleicht zusammenkomme. Je konsequenter man hingeht, desto genauer geplant und vorbereitet man hingeht, desto erfolgreicher wird das Networking auch funktionieren. Tipp Nummer 2, wenn ihr networken geht, geht nicht mit eurem besten Freund oder Freundin hin. Das hat den netten Effekt, dass man zwar dann einen netten Abend hat, mit denen viel an der Bar trinkt, aber dass man mit sonst niemandem redet. Also wenn ihr konsequent auf ein Networking-Event geht, geht am besten alleine, weil dann seid ihr mehr oder weniger gezwungen, mit anderen Leuten zu reden. Wenn ihr dann einmal alleine auf dem Event gelandet seid, bitte macht nicht den Fehler und schnappt euch die andere einzelne Person, die an der Bar herumsteht, weil dann hängt ihr erst wieder nur mit der zusammen und kommt nicht dazu, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Sucht euch offene Gruppen, das heißt Gruppen, die nicht tuscheln und geschlossen sind, sondern die ausschauen, als ob sie Interesse hatten. Stellt euch dazu, stellt euch kurz vor und dann, der wichtigste Punkt, zuhören und hakt ein, wo ihr helfen könnt oder wo ihr Probleme lösen könnt. Und drittens, das ist das Allerwichtigste, wenn ihr dann mal Kontakte geknüpft habt, vielleicht verstanden habt, ah, die brauchen vielleicht demnächst, die heiraten demnächst und die Tortenmanufaktur braucht Bilder und ihr ein paar Leads gerade generiert habt, dann Follow-up, das ist das Allerwichtigste. Ihr werdet überrascht sein, wie wenig Menschen sich die Mühe machen, am nächsten Tag oder in der nächsten Woche den Leuten ein Mail zu schreiben und sagen, hey, es war schön, dass wir uns da getroffen haben, wie besprochen, bla bla bla, lass uns doch auf einen Kaffee gehen. Follow-up, schreibt ein Mail, schreibt eine WhatsApp, ruft an, ladet euch auf einen Kaffee ein, um das, was ihr schon mal angesprochen habt, zu konkretisieren und umzusetzen.
dann hat man relativ viele neue Kontakte und neue Kontakte sind das Wichtigste, weil wenn ihr mit 10 Leuten auf ein Event geredet habt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht einer tatsächlich in der nächsten Zeit ein Projekt mit euch umsetzt, relativ hoch. Und im besten Fall rufen 5 an oder denken dran, wenn sie das nächste Mal wieder einen Fotografen brauchen. Denkt dran, Networking will geplant sein. Es ist eigentlich relativ einfach, wenn man sich einmal überwindet und das wirklich mit einem Plan macht. Ja, weil die meisten Leute gehen total planlos hin. Ja, da gehe ich hin, da will ich eh nicht hingehen, schauen wir mal, wer dort ist. Dann könnt ihr gleich zu Hause bleiben, weil das bringt relativ wenig. Also, planen, hingehen, machen, Follow-up. Wenn ihr mehr wissen wollt als dieses 5-Minuten-Resümee zum Thema Networking, nämlich alles, was mit Ego-Branding zu tun hat, den richtigen Plan für euer Social-Media-Marketing, der richtige Mix zwischen Online und Offline, wo finde ich meine Kunden, wer sind denn eigentlich meine Kunden, wie spreche ich meine Kunden an, wie schnüre ich Packages, die für die Kunden interessant sind, dann empfehle ich euch meinen Ego-Branding-Workshop. Am 11. Oktober findet er statt. Ihr findet alle Details auf meiner Webseite und ich würde mich sehr freuen, euch dort begrüßen zu können, weil dann können wir genau eure Probleme lösen und euer Business auf das nächste Level heben. Und nicht vergessen, zuschauen, abonnieren, liken. Bis zum nächsten Mal. Schrammel, 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 schrammel. Herzlich willkommen zur Honest Monday. Ich bin Cliff Carpenter übrigens. Ja, bist du das? Wer bin ich dann? Ich bin Cliff Carpenter. Ich bin Spartacus. Es ist schwierig so zu arbeiten. Das ist verdammt schwierig. Auf der ABC Star. Auf Haltung. Das heißt, laufen wir? Wir laufen. Ah, herrlich. Wenn man auf eine Networking-Veranstaltung geht, dann gibt es auch ein paar Trips, Tipps, Trips. Nehmen Sie Trips und Chips. Wenn man auf eine Networking... Ach, je. Ja, 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 ja. Tipp Nummer zwei. War das gut? Ja. War super, gell? So gescheit. Komplettisiert, Herrns, das ist ein Schätzwort. Und dann das Ganze komplettisiert, indem ihr sie einfach mit einem Follow-up beglückt. Ich sag mal diesen Scheißsatz. Danke. Vergisst's nicht aufs Follow-up. So, also einmal noch. Wenn ihr also dann... Nein. Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Ja, was dann? Man fragt sich, was dann? Na, dann geht mal arbeiten. Und nicht vergessen, gerade sitzen. Fürs Resümee. Ego-Branding ist überhaupt nur das Neudeutsch für Selbstvermarktung, aber es interessiert halt kein Ego-Branding, klingt ja viel besser, gell?